Ich hab die Cola für den Spinner. Auf geht's! Mann, das war ja verdammt eng. Limbo. Ja, Herrschaften. Das ist mein erstes Let's Play. Und ich spiele für euch Limbo. Und für mich selber in erster Linie nämlich auch. Eine herrliche Grafik. Und man wird hier schön alleine gelassen. Man hat keinen blassen Schimmer, was das soll. Warum wir hier sind. Ah, es sieht gut aus. Ah, nichts passiert. Oh. Tja. Das wird man wohl beim zweiten Mal nicht nochmal so machen. Hoffe ich. Rüberspringen. Oh, knapp genug. Kiste. Ne, ein Wagen ist es. Ah. Na. Sehr süß, der Junge. Ah, cool. Runterspringen kann er nicht. Das ist nett. Da auch wieder. Oh. Gut, also Wasser geht auch nicht. Ich spiele es ja mit der Tastatur. Wobei man muss eigentlich nur vier Tasten drücken. Fünf? Konzentration. Das könnte man eigentlich auch mit dem Pad spielen. Ein Bildchen. Gondolea! Gondolea! Besser als ersaufen. Oh, geil! Jetzt reagiert das Schiff. Ist ja super. Mal gucken, wie der heißt. Ich weiß es überhaupt gar nicht. Heißt der Typ Limbo? Ist das der Limbo? Aber ich glaube, man kriegt später noch ein bisschen Story. So, kannst du weiter. Der Fährmann hat dich rübergebracht. Der unsichtbare Fährmann. Ah, guck mal, da ist aber ein Griff dran. Cool. Drag. Au! Ah! Jetzt kann man nämlich auch hoch. Ah, ein bisschen klettern kann er auch. Wie soll man denn da hinkommen? Das wird nicht reichen. Auf den Mast vielleicht? Nein. Nicht auf den Mast. Oh, jetzt stehe ich da und weiß nicht weiter. Ah, hier kann man klettern. Alles klar. Alles klar. Hui. Ah, sehr schön. Oh. Ist jetzt noch alles recht intuitiv. Aber vielleicht hat sich das auch mein Hinterhirn gemerkt und schiebt die Informationen und das Wissen, wie das Spiel gespielt wird, lange wieder nach vorne. Hier, das sieht nicht gut aus. Das ist die Frage. Ah, guck mal. Kann ich... Einzeln kann ich da drüber springen. Ich müsste eigentlich ihn nochmal sterben lassen, weil
Weil es geil ist. Ich erinnere mich, das ist geil. Das ist echt blutig. Und dadurch, dass ich jetzt davor stehe und eigentlich weiß, dass er sterben muss, macht die Sache nicht besser. Lass ihn sterben, lass ihn nicht sterben. Ich weiß es nicht, ich weiß es doch nicht. Nein, ich kann's nicht. Er wird noch oft genug sterben. Und ich denke, das reicht dann. Wenn wir dann sehen, wie grausam die Welt sein kann. Ist da unten Wasser? Man sieht's gar nicht. Ich spring mal da dran. Hopp. Aha. Ah, hier ist noch so eine Falle. Ich glaube, das ist aber jetzt eine Sache. Zugegebenermaßen. Und jetzt kann ich mich hier hoch. Geil. Gut, dass ich das nicht zum ersten Mal spiele. Aber wie lange ist das her? Ich weiß es gar nicht. Ein Jahr oder so? Ja, noch länger. Ah, ich finde die Grafik so cool. Genau meine Kragenweite. Was ist das hier? Da kommt schon was runtergerieselt. Das heißt nichts Gutes. Ah, ich muss das. Oh. Hier kommt nicht noch einer. Nee, kommt nicht noch einer. Einer reicht auch. Schneit ja auch irgendwie ein bisschen. Eine Strippe runter. Kann ich aber nicht greifen. Langt nicht. Nicht lang genug. Das kann ich mitnehmen. Wie lang die Strippe dann? Nur? Könnte sein. Könnte sein. Hopp. Ah. Gepasst. Tja, und jetzt? Muss man schwingen. Ah, man muss bestimmt schwingen. Schwingen. Das macht kleinen Jungs ja eh Spaß. Schwingen. Auf die Schaukel schwingen. Schwing, mein kleiner Junge, schwing. Und jetzt mach weiter. Auf mit dir. Ja, sehr gut. Sehr gut gemacht. Mit Anlauf. Ah, geklappt. Und jetzt? Hier ist doch noch was zu festhalten. Oh, das ist zu kurz. Puh. Ah, guck mal eine an. Nimm's. Wenn ich jetzt hier mit Anlauf, kriege ich dann die Stirpe zu fassen. Jawohl. Ah, muss ich mich da hinschwingen? Oh, man sieht's ja nicht gut. Ah, das müsste reichen. Was erwartet mich denn da noch? Nichts mehr! Oh, schade. Soll ich es nochmal versuchen? Ich weiß nicht. Interessiert es ja schon, ne? Vielleicht kommt da gar. Vielleicht ist da einfach gar nichts mehr. Vielleicht wollen die das. Aber da leuchtet, da glimmelt doch was. Ah, dann jetzt muss ich es da doch machen. Hopp! Oh, shit. Und jetzt streck dich mal an. Reiß dich am Riemen. Sei ein Mann. Du hast es bis hierhin schon geschafft. Ich muss ein Stückchen höher. Ja, klettern. Muss ich ganz drauf klettern. Nein, nein. Oh, knack. Oh. Autsch. So, jetzt gucke ich mal, ob das Ding immer noch da runtergefallen rumliegt. Nein, ich muss ganz Rätsel da machen. Scheiße. Das ist natürlich anstrengend. Da muss man ein bisschen besser aufpassen auf das Leben des kleinen
Mann ist hier. Wie mir scheint. Da ist meine Toleranz natürlich, solche Rätsel zu lösen, gleich mal wesentlich geringer. Nur einen Versuch habe ich noch. Kann der denn nicht höher? Kann er nicht weiter schwimmen? Nee, ich habe den Eindruck, weiter kann er gar nicht. Nee. Nichts für ungut, liebe Leute, aber es wird zu gefährlich. Too risky. Dann schiebt er sich ins Wasser und schippert schön hier rüber. Ne? Aber diese Fliegen, ist ja geil. Ah. Drüben. Dunklen Wald. Oder ist das Hänsel auf der Suche nach Gretel? Ich glaube, sowas ist das tatsächlich. Heiliger Strohsack. Oh, jetzt stehe ich aber da. Was mache ich denn hier? Oh, Scheiße. Autsch! Das kannst du doch nicht machen mit mir! Boah, das ist gemein. Wie muss ich die locken? What? Oh nee, nicht! Mach das doch nicht! Oh, jetzt weiß ich aber tatsächlich nicht, was ich da machen muss. Ah, warte mal, vielleicht kann ich das Ding greifen und... Nee. So früh schon? So ein schwieriges Rätsel. Scheiße. Boah. Alter, das ist aber echt gnadenlos hier. Ist leider Gottes noch immer noch keine Idee. Kann man da dran springen oder sowas? Kommt mir jetzt auch nicht sinnvoll vor. Denn hier noch irgendwelche Sachen vielleicht, die ich denn mitbringe? Ach, guck mal. Ah, guck mal. Das ist noch eine Falle. Und wie komme ich da nur dran? Wie zum Teufel komme ich da denn dran? Ich brauche nichts zum Schmeißen. Nichts zum Dranklettern. Boah. Ist ja schrecklich. Ich glaube, das Ding wird mir auf jeden Fall weiterhelfen. Aber wie zum Teufel komme ich da dran? Oh Mann. Schon mal ganz zurücklaufen, oder was? Zu gucken, was ich, ob ich hier irgendwas habe liegen lassen, was ich noch. Oh, jetzt ist der Pöller auch weg. Tja. Hm.
Boah, krass. Oh, oh, oh. Ha! Ist von alleine runtergefallen. Da leck mich doch. Da soll einer drauf kommen. Das ist ja ein Ding. Ha! Freundchen. Nein! Ich Hirni! Ah. Na gut, jetzt habe ich aber auf jeden Fall mal eine Idee. Da sage ich jetzt mal nichts zu. Komm Junge, gib alles. Oh Mann. So. Wir werden viele Tote sehen von diesem kleinen Jungen. Leider, leider. Scheißdreck. Ja, ja, ja. Ja, das erfordert Geschicklichkeit. Na? Oh ja, du Mistvieh. Jawoll. Das hast du jetzt davon, du Arschgeige! Was? Musst du jetzt dreimal machen? Zweimal habe ich schon. Ich habe noch Glück gehabt. Du bist. Da! Das hast du davon! Mit solchen Leuten in einem Wald. Alter Schwede. Kleiner Junge, ich wünsche dir viel Glück. Und ein paar weniger Tode in der nächsten Folge von Limbo. Bis dahin.